Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Veranstaltung hier heute Abend im Körperforum. Mein Name ist Friederike Schneider, ich arbeite im Bereich Wissenschaft der Körperstiftung. Alter, gehst du Bus? So haben wir die Veranstaltung heute Abend in unserem Programmflyer betitelt. Und Sie, liebe Gäste, hatten offenbar alle eine Vorstellung, welches Sprachphänomen wir damit gemeint haben. Und vielleicht können Sie das Kiezdeutsch nicht nur erkennen, sondern haben es sogar so weit im Ohr, dass Sie auch selbst einen gelungenen Satz in diesem Sprachmix formulieren könnten. Also Sie wüssten vielleicht zum Beispiel, was Sie sagen müssten, wenn Sie den Satz "Ich gehe heute Abend ins Körperforum" ins Kiezdeutsch übertragen wollen. Die Mischung von Deutsch mit türkischer Grammatik, zum Teil auch eingestreuten türkischen oder auch arabischen Worten, ist den meisten schon begegnet, weil es ein ziemlich weit verbreitetes sprachliches Phänomen ist. Man kann es in Songtexten hören, in Filmen, in Comedy-Auftritten, vor allem aber auch auf ganz vielen Schulhöfen, zumindest in den Großstädten. Was ist das jetzt für ein Trend? Ist das einfach ein kreativer, spielerischer Umgang mit Sprache? Ein vielleicht vorübergehender Jugendjargon, der aber immerhin wahrnimmt, dass es in Deutschland eine große Bevölkerungsgruppe gibt, die türkische Wurzeln hat? Findet hier also sozusagen ein Stück Integration statt, in der Integration zweier sehr unterschiedlicher Sprachen? Oder ist das ganz im Gegenteil besorgniserregend, weil es möglicherweise sehr viele gibt, die diesen Sprachmix gar nicht bewusst einsetzen, sondern die einfach nicht über ausreichende deutsche Sprachkompetenz verfügen, mit den negativen Folgen, die das für ihre Ausbildung und für ihre Berufschancen dann so mit sich bringt? Droht hier am Ende vielleicht sogar ein Sprachverfall, wie manche befürchten? Das alles wollen wir uns heute genauer anschauen und debattieren. Sehr genau hingeschaut und vor allem zugehört hat die Linguistin Diana Marosek. Sie hat an verschiedenen Berliner Schulen das Sprachverhalten von insgesamt 1400 Schülerinnen und Schülern analysiert und untersucht, wer, wann und in welcher Weise Kiezdeutsch gebraucht. Für diese Forschungsarbeit wird Frau Marosek in knapp 3 Wochen im Deutschen Bundestag in Berlin mit dem Deutschen Studienpreis der Körperstiftung ausgezeichnet. Liebe Frau Marosek, herzlichen Glückwunsch schon jetzt zum anstehenden Preis. Schön, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen. Der Deutsche Studienpreis ist ein Promotionspreis, mit dem wir junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auszeichnen, deren Forschungsarbeit nicht nur fachlich herausragend ist, sondern die auch in besonderem Maße gesellschaftlich wichtig ist. Wir wünschen uns, dass diese Forschungsergebnisse dann auch über die unmittelbare Fachöffentlichkeit hinaustreten und bekannt werden kann und deren Verfasser die Chance bekommen, mit ihren Themen auch öffentlich aufzutreten. Und darum bemühen wir uns unter anderem mit der Veranstaltungsreihe, zu der der heutige Abend gehört. Das heißt, regelmäßig stellen hier im Körperforum Nominierte und Preisträger des Deutschen Studienpreises ihre Forschungsergebnisse zur Debatte. Und wir freuen uns, dass wir diese Reihe nicht allein veranstalten, sondern von Anfang an mit einem Kooperationspartner, der sich ebenfalls für gesellschaftlich relevante Forschung interessiert, dem dabei aber jeden Tag ein viel größeres Publikum zuhört als uns. Das ist der Deutschlandfunk. Auch das heutige Podium haben wir wieder gemeinsam geplant und organisiert. Und die Debatte wird also vom Deutschlandfunk aufgezeichnet werden und in der kommenden Woche im Hauptprogramm ausgestrahlt werden. Und ich möchte an dieser Stelle nun den Moderator des heutigen Abends begrüßen, Stefan Detjen vom Deutschlandfunk. Herzlich willkommen, lieber Herr Detjen. Und dann möchte ich auch ganz herzlich unsere Podiumsgäste begrüßen, die dann gleich in der Runde natürlich ausführlich vorgestellt werden. Neben Diana Marosek ist das der Schriftsteller Martin Mosebach. Herzlich willkommen. Außerdem Caroline Schiele. Sie ist Lehrerin an der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule hier in Hamburg. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen, Frau Schiele. Und die Publizistin Dilek Sabcıoğlu. Ebenfalls herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle kommen konnten. Ja, nach der Debatte auf dem Podium, die für den Hörfunk aufgezeichnet wird, haben Sie wie immer die Gelegenheit, Ihre Fragen an die Podiumsgäste zu stellen und natürlich auch Ihre Meinung zu sagen. Und nach der Veranstaltung hier im Saal möchten wir Sie auch wie immer einladen, die Diskussion dann bei uns im Foyer bei einem Glas Wein etwas informeller fortzusetzen. Ich wünsche uns allen einen spannenden und schönen Abend. Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk. Zur Diskussion. Ey, Alter, hörst du? Ich bin hier Radio. Voll krass, ey. Ich fahr Hamburg und jetzt bin ich voll Deutschlandfunk, glaubst du? Ich schwör, musst du einschalten. Musst du voll dranbleiben, Alter. So kann man das auch sagen. Aber natürlich auch ganz anders. Herzlich willkommen beim Deutschlandfunk. Heute zu Gast bei der Körperstiftung in Hamburg. Seit der Schriftsteller Feridun Saimoğlu 1995 sein Buch Kanaksprak veröffentlicht hat, ist das, was wir gerade eben gehört haben, ein viel beschriebenes und ganz unterschiedlich interpretiertes, auch viel diskutiertes Phänomen der deutschen Sprache, Türkendeutsch, Kiezdeutsch, Ghettodeutsch oder auch von manchen Sprachwissenschaftlern Ethnolekt genannt. Und wenn die Sprachwissenschaftlerin Diana Marosek recht hat, mischt sich die Sprache der migrantischen Minderheiten immer mehr in die Sprache der deutschen Mehrheitsgesellschaft hinein. Sie hat den Sprachwandel in Deutschland untersucht, an Schulen, und ist für ihre Arbeit mit dem Studienpreis der Körperstiftung ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch, Frau Marosek, und herzlich willkommen bei uns. Hallo und vielen Dank. Wir wollen heute darüber sprechen, wie wir mit Sprache und Kultur der Migranten umgehen, wie wir uns gegenseitig beeinflussen. Und dazu sind bei uns zu Gast, neben Frau Marosek, Caroline Schiele. Sie ist Lehrerin an der Geschwister-Scholl-Schule, der Stadtteilschule in Hamburg. Sie ist dort Sozial- und Kompetenztrainerin. Wir werden noch aufklären, was das genau ist. Und beschäftigt sich besonders mit der Sprachförderung an ihrer Schule. Herzlich willkommen, Frau Schiele. Hallo. Dilek Çapcıoğlu ist bei uns. Sie ist in Istanbul geboren. Seit ihrem 12. Lebensjahr lebt sie in Deutschland. Sie ist Journalistin, Autorin, unter anderem erschien hier bei der Körperstiftung in der Edition Körber ihr Buch Vom Kreuz mit den Werten, deutsche und türkische Leitkulturen. Guten Abend, Frau Çapcıoğlu. Guten Abend. Martin Mosebach ist Schriftsteller. Er lebt eigentlich in Frankfurt und wir freuen uns ganz besonders, dass er heute zu uns gekommen ist, denn er hat für diesen Abend die Villa Massimo in Hamburg in Rom verlassen, wo er zu Gast ist. Ein weiter Weg. Und wir wissen es zu schätzen, Herr Mosebach, dass Sie zu uns gekommen wird. Seine Romane, die Bücher von Martin Mosebach, spielen in den Villen und stuckverzierten Altbauwohnungen des Frankfurter Bildungsbürgertums. Und dann erschließen sie aber immer noch mal ganz andere Handlungsräume, zum Beispiel die Türkei in dem 1999 erschienenen Roman »Die Türkin«. Oder in seinem zuletzt erschienenen Buch »Das Blutbuchenfest«, ein bosnisches Bergdorf, aus dem eine Putzfrau kommt, die er schildert, einerseits dort, andererseits in der Frankfurter Gesellschaft. Und durch den Blick dieser Putzfrau Ivana sehen wir dann dieses deutsche Bildungsbürgertum in seinen Schwächen, auch in seinen Schwächen bis hin zur Lächerlichkeit. Herr Mosebach, in einer Einwanderungsgesellschaft entwickeln sich wahrscheinlich ganz unvermeidlich Parallelkulturen, Gegenkulturen, die sich über Sprache definieren, aber auch über Sprache voneinander abgrenzen. Macht das eine Gesellschaft reicher, vielfältiger oder ist das für Sie auch ein beunruhigendes, ein bedrohliches Phänomen? Ja, ich glaube, das kann man gar nicht jetzt mit einem flotten Ja oder Nein beantworten. Bereicherung findet immer dann statt, wenn es zu Verschmelzung, zu Anregung, zu einem schöpferischen Prozess führt, wenn es dazu kommt. Und bedrohlich werden Prozesse, wenn sie Unfruchtbarkeit und Sterilität erzeugen. Ich glaube, wir können den gegenwärtigen Stand der Dinge noch gar nicht richtig abschätzen. Ich empfinde aus dem Blickwinkel eines deutschen Schriftstellers mit Blick auf die mit mir schreibenden Dichter und Dichterinnen gegenwärtig noch keine Situation, in der sich mir deutlich mitteilt, dass es zu einer Durchdringung des Deutschen durch die Sprache der Migranten kommt, dass dieses ein bisher schon
wirklich fruchtbarer Prozess gewesen ist, der oder ist und immer weitergeht, der eine neue Sprache hervorbringt. Ich sehe die Gegenwart eben eines von vielen Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie nicht Deutsch gelernt haben, gesprochenes Torso-Deutsch, die in ihren Ghettos leben, die Sprache nicht richtig erlernt haben. Solche Deutschformen hat es übrigens auch lange vor Beginn der Migration gegeben. Ich erinnere an die durch den technischen Fortschritt überholte, jüngeren Leuten heute wahrscheinlich gar nicht mehr ohne weiteres begreiflich zu machende Telegrammsprache. Da ging es darum, Worte zu sparen, und weil jedes Wort eine bestimmte Summe kostete. Und das sind ja Phänomene, Herr Munzebach, die Sie jetzt ansprechen, die schon in das Phänomen des allgemeinen Sprachwandels hineingehen. Also ja, ich sage nur, das ist Alltagssprache. Gab es inzwischen. Und dann war sie da und dann ist sie wieder weg, diese Telegrammsprache. Also wenn Sie das Beispiel der Telegrammsprache ansprechen, das ist gängig in den Medien, in Überschriftenbildungen, auch in weiten Teilen von Mediennachrichten. Wir im Deutschlandfunk erleben das immer sehr, sehr intensiv. Wir werden von unseren Hörern auch als eine sprachpflegerische Instanz wahrgenommen. Unsere Hörerinnen und Hörer sind ausgesprochen sensibel, wenn sie merken, da findet Sprachwandel in unserem Programm statt, da findet Alltagssprache Eingang. Ja, aber ist die Alltagssprache dann die Sprache der Migranten? Das weiß ich nicht. Also das wage ich zu bezweifeln. Das können wir noch klären, aber wie geht Ihnen das allgemein, wenn Sie das erleben? Wenn Sie erleben, Sie haben jetzt eben von Literatur gesprochen und haben gesagt, da stellen Sie den Eingang der migrantischen Sprachformen noch nicht fest, aber weiten wir den Blick am Anfang unserer Diskussion mal etwas breiter in das Phänomen von Sprachwandel. Gehören Sie zu denen, die sich ärgern, wenn Sie Medien, wenn Sie Fernsehen, wenn Sie Radio einschalten und da etwas hören, was eigentlich der Alltagssprache, einer niederen Sprache sozusagen zugeordnet wird? Ich ärgere mich eigentlich am meisten, wenn ich die gestellte Sprache der Wissenschaft, der modernen Wissenschaft, in einer dann womöglich dann noch leicht vulgarisierten Form erlebe. Die Sprache der Politiker, das sind für mich die richtigen Angriffe auf die Sprache. Also das sind diejenigen, wo die Sprache fad und zwar wohlgemerkt eben noch, sie kommt noch gestelzt daher, als habe also diese Person durch ihr Wissen, ihre Bildung ausgezeichnet eine Art Autorität und ist in Wirklichkeit schon ruinierte Sprache und ausgehöhlte. Das ist, also das würde ich sagen, ist die erheblich größere Gefahr in unserer Sprache, das technisierte Deutsch. Das ist der Großangriff auf die deutsche Sprache. Jetzt haben wir ja schon Migrantensprache empfinde ich da. Das ist eine Notwendigkeit. Man verständigt sich irgendwie mit Händen und mit Füßen. Nur daraus jetzt schon wieder eine eigene Sprache zu machen, halte ich auch für gefährlich. Sie haben erwähnt, einen Roman geschrieben, da spielt eine bosnische Putzfrau eine Hauptrolle. Es war eine hochintelligente Frau, die ich da geschildert habe. Sie sprach Migrantendeutsch mit 10 Wörtern und mit Händen und mit Füßen und ohne Präpositionen. Aber so habe ich sie nicht sprechen lassen, weil das wäre gar nicht die Atmosphäre gewesen. Ich habe sie natürlich Hochsprache sprechen lassen. Ich wollte sie ja nicht paternalistisch jetzt irgendwie auf sie herabblicken als drolliges Phänomen, sondern ich wollte sie verstehen und dann wusste ich, dass wenn sie es gekonnt hätte, hätte sie natürlich Hochsprache gesprochen. Hat ihr ihre Tätigkeit nicht zugelassen, dass sie das so gelernt hat. Deswegen übersetze ich das selbstverständlich ins Hochsprachliche. Eben in Ihrem Buch? Ja, in meinem Buch. Ivana, selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Nicht das Migrantendeutsch. Jetzt hat nicht jede Migrantin, nicht jeder Migrant der ersten, zweiten, dritten Generation, die wir hier haben, das Privileg, das Glück, im Haushalt eines Schriftstellers wie Martin Mosebach zu arbeiten. Frau Zapciolu, sprechen wir über die Türken, über die türkeistämmigen Menschen in Deutschland, nach wie vor die größte Gruppe von Einwanderern hier in unserem Land und ihren Nachfahren. Wir kennen sozusagen den Prototypen des deutschen Ghetto-Kids.
den wir da eben auch am Anfang unserer Sendung gehört haben, Ey Alter, das ist ja ein Typus, der ist inzwischen auch bekannt, der begegnet uns in Fernsehcomedies, in Kabarettshows, in der Werbung. Was ist da in Ihrer Wahrnehmung Kult und Kunstfigur und was ist Wirklichkeit der multikulturellen, multiethnischen Gesellschaft, in der wir leben? Also zuerst möchte ich sagen, dass ich mich sehr freue, hier zu sein, weil ich bin in Hamburg groß geworden, einigermaßen, kann man das sagen. Ich bin 1971 nach Hamburg gekommen als Kind und ich möchte das mal kurz erzählen, weil ich denke, das hat sehr viel mit unseren Themen zu tun, also aus dem Persönlichen zu sachlicheren Schlussfolgerungen zu gelangen. Das ist ja auch für mich ein ständiges Reflektieren darüber, auch über mein Leben, über die Sprache, über meine Zweitsprache, meine Muttersprache, das Schreiben in der Sprache und in der anderen Sprache. Ich denke, dass wir so allgemein über Migranten erstmal nicht sprechen können, so allgemein. Also wir müssen über Arbeitsmigration sprechen und das sind Arbeiter gewesen, die nach Deutschland gekommen sind. Das heißt, wie man heute so schön sagt, also bildungsferne Schichten. Ich komme aus Istanbul, ich bin Kapitänstochter. Das ist der Grund, warum wir damals nach Hamburg gezogen sind. Mein Vater war Kapitän auf großer Fahrt und er hat auf deutschen Schiffen gearbeitet. Und dort, wo ich wohnte, in Eppendorf, gab es schon einen krassen Gegensatz zwischen den Arbeiterfamilien und den wenigen solchen Familien wie meine. Ich hatte schon in Istanbul auf der deutschen Schule ein Jahr Deutsch gelernt. Ich kam nach Hamburg auf die Heinrich-Hertz-Schule, auf das Gymnasium. Und damals war das so, dass das Schuljahr im Sommer begann und im Herbst also schon zweites Halbjahr sozusagen war. Und ich kam also in die sechste Klasse, ein halbes Jahr noch, also voraus, die mir ein halbes Jahr noch voraus waren sozusagen, in eine rein deutsche Klasse. Ich war nicht nur in der Klasse das einzige ausländische Kind, sondern in der gesamten Schule, auf dem gesamten Gymnasium gab es kein anderes Kind ausländischer Herkunft als mich. So, und ich habe also nur deutsche Freunde gehabt, eine nur deutsche Umgebung gehabt und ich hatte den Vorteil, eine sehr solide einjährige also Bildung in Deutsch genossen zu haben, schon in Istanbul. Wo wir Deutsch gelernt haben mit Lehrern, die kein einziges Wort Türkisch sprachen. Das heißt, das Prinzip war, sobald man in den Klassenraum trat, musste man Deutsch sprechen. Und es gab Verwechslungen, es gab Probleme, aber wir mussten das. Und wir haben alles strikt auswendig gelernt. Wir haben Geschichten auswendig gelernt, ohne sie richtig zu verstehen. Und dann Vokabeln gebüffelt. Also ich hatte eine sehr strikte klassische Bildung, was Sprache angeht. Und eine Bildung, die dann ganz anders ist als die des die heute auch Prototypen, nach der reformierten, der uns jetzt entgegentritt, dem Phänomen, ja, über das wir jetzt sprechen. Also genau. eines Kindes, das nicht das einzige Migrantenkind, genau, in einer Klasse ist, sondern in einem migrantischen, genau, Milieu lebt, in dem es gar nicht mehr in Kontakt kommt mit dem, genau, standardisierten Hochdeutsch. Das ist das eben unausgesprochene Gegensatz dazu jetzt, nicht? Also das eigentlich Massenphänomen. Und dann war das so, dass ich zum Beispiel in diesem zweiten Jahr eine Grammatikarbeit schrieb, die mit 2+ benotet wurde, die also besser war als viele Kinder in dieser Klasse, weil ich das einfach sehr gut gelernt hatte, die deutsche Grammatik. Und ich habe mich aber furchtbar geschämt, etwas zu sagen, weil ich dachte, ich spreche es falsch aus und alle lachen mich aus. Also eine zweite Sprache zu lernen, die nicht die Muttersprache ist, ist ein sehr schwieriger, quälender,
Prozess, der also nicht von alleine geht. Also wo man bestimmte Umstände braucht, die einen begünstigen. Und wenn man das Glück hatte, einmal die Herkunft, also die bürgerliche oder Arbeiterklassenherkunft. Zweitens die Umgebung. Ob das eine wohlwollende, dich aufnehmende Umgebung ist, wo du schnell Freunde findest, wie das damals bei mir war, wo ich also ganz schnell Freunde hatte, die mich ins Herz schlossen und ich sie, und nur also unter deutschen Kindern war. Und das war möglich. Drittens eben, also nicht diese Ghettoisierung, also das hängt ja mit dem zweiten schon zusammen. Wenn du einmal beginnst, eine Mischsprache zu sprechen, auch als Spiel, also auch wenn du damit spielst und wenn du denkst, ah ja gut, ich kann damit spielen, ich mache das jetzt mal so, ich sage, statt ich gehe zum Bahnhof, sage ich, ich gehe Bahnhof, übersetzt das aus dem Türkischen, ist lustig. Manche Dinge, also Sprache verzeiht nicht. Ja? Also manche Dinge setzen sich fest, unversehens, und dann bleiben sie so. Diese Fehler werden unkorrigierbar. Aber was heißt das für eine jüngere Generation, die eben dann unter ganz anderen Umständen, unter ganz anderen Bedingungen aufwächst und in deutsche Schulen geht, als die, die Sie jetzt aus Ihrer eigenen Biografie geschildert haben? Das ist eine Generation, das ist ein Milieu von Kindern, von Jugendlichen, die sich ihre eigene Sprache schafft. Mhm. Auch als Ausdruck eines migrantischen Selbstbewusstseins, ist eine sehr starke Sprache. Das, was Sanolo gemacht hat mit dem Begriff Kanaksprak, ist ja ein Ausdruck zu finden dafür, da wird ganz selbstbewusst eine Sprache als Ausdruck einer Stärke benutzt. Und die Frage ist ja, ist das tatsächlich stark oder führt das am Ende wieder in eine neue Form der Deklassierung? Herr Mosebach. Jetzt muss man zum Gerechtigkeit des Çaymoğlu sagen, dass ein Schriftsteller ist, der sich mit Haut und Haaren in die deutsche Sprache gestürzt hat, inzwischen, längst schon, und der auch eine Liebe zu einem gelegentlich sogar altertümlichen, reichen Deutsch entwickelt hat, die sich seine deutsch geborenen Zeitgenossen gar nicht gestatten würden. Also das ist wirklich auch mal ein ganz spezielles Kapitel in seinem Leben gewesen, dass er diese Sprache ergriffen hat. Dabei ist er nicht geblieben. Caroline, aber noch mal ganz kurz zu Ihrer letzten Frage. Also ich denke, dass dieser Kanaksprak eigentlich eine Verlegenheitsgeschichte ist. Also es gibt tatsächlich eben Fehler, die diese Jugendlichen machen. Sie haben diese Privilegien nicht gehabt und sie sprechen ein mangelhaftes Deutsch. Und es ist nicht so, dass sie jetzt perfekt Deutsch sprechen und dann mit der Sprache so spielten, sondern tatsächlich ist es so, dass sie tatsächlich ein mangelhaftes Deutsch sprechen. Und wir beobachten ganz viel, ich habe das in Berlin 10 Jahre beobachtet, also wo ich zuletzt 10 Jahre gelebt habe, dass diese Jugendlichen dann eben auch nicht Berufe ergreifen, die viel mit Sprache zu tun haben, sondern entweder in so visuelle Fächer gehen, wie Film studieren oder also wenn sie überhaupt so weit kommen, oder was mit digital, im digitalen Bereich was machen, oder dass sie körperlich arbeiten. Ja. Aber die Sprache ist das Mittel, der Schlüssel zum Aufstieg. Das können wir einfach nicht verleugnen. Also wer nicht perfekt Deutsch spricht oder Italienisch in Italien oder Griechisch in Griechenland, der hat keine Chance, eigentlich zur gesellschaftlichen Elite, also nach oben aufzusteigen. Diejenige in unserer Runde hier in Hamburg in der Körperstiftung, die am nächsten an der Realität heutiger Schulen dran ist, Caroline Schiele, die Lehrerin in unserer Runde an der Geschwister-Scholl-Stadtteilschule in Hamburg, die sich dort mit Sprachförderung von Kindern beschäftigt. Wie weit ist das, was Frau Zapciolo eben geschildert hat, Frau Schiele, von dem entfernt oder nah an dem dran, was Sie in Ihrem Alltag in Ihrer Schule heute erleben? Ich muss vielleicht in 2, 3 Sätzen erklären. Die Geschwister-Scholl-Stadtteilschule ist eine Schule, die nicht in dem Stadtteil liegt, in dem Sie zur Schule gehen durften, sondern in einem Randbezirk. Es ist der Ostdorfer Born. Es ist eine Siedlung, die in den 70er Jahren
hochgezogen wurde von der Stadt. Und an unserer Schule sind 70% der Kinder haben einen Migrationshintergrund. Von den 70% haben wir 50 verschiedene Kulturen in der Schule vertreten, sodass sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen können, was es für eine Schülerschaft es sich auch handelt. Ich nehme sehr ungern dieses Wort Ghetto in den Mund, weil es nicht dem entspricht. Die Schüler sind diejenigen, die nichts dafür können, dass alle diese Familien vielleicht dort zusammenleben. Ich sehe in der Sprache nicht nur die Möglichkeit des Aufstiegs, ich sehe auch nicht so, dass man nur durch Sprache in, ich sag mal, akademische oder höhere Kreise kommen kann. Ich glaube, dass da auch anderes Wissen einen dorthin bringen kann. Nichtsdestotrotz finde ich, ist Sprache vor allem wichtig, um sich zum Beispiel auch in Emotionen ausdrücken zu können. Sie haben vorhin erwähnt, dass ich auch Sozialkompetenztrainerin bin. Ich sehe vermehrt, dass die Jugendlichen sich nicht mehr mit Sprache ausdrücken können und dann den Körper sprechen lassen, was in der Regel sehr negativ ist. Was ich in der Sprachförderung beobachte, bei uns ist es an der Schule eben so, dass zwischen 70% und 90% der Schülerschaft sprachförderbedürftig ist. Das wird durch verschiedene Diagnoseverfahren festgestellt. Und dass ich zwar diese Parallelsprache feststellen kann und es dann aber auch wieder davon abhängt, wie Kinder vielleicht groß geworden sind, auch in diesem Stadtteil. Da gibt es auch solche und solche Möglichkeiten, groß zu werden. Und es gibt Jugendliche, die können switchen. Also die können sehr wohl mit mir ein angepasstes Hochdeutsch sprechen. Und wenn ich Pausenaufsicht habe, kann ich sie beobachten und höre, dass sie mit ihrer Clique sehr wohl diese andere Sprache sprechen. Wie wird das bei Ihnen genannt? Ja. Gibt es da einen Begriff dafür? Nein. Sprechen dann Türkendeutsch, Kanaksprak? Nein, es gibt da keinen Begriff für. Mhm. Ich konnte aber auch feststellen, dass es, ich sehe, dass es auch Schüler gibt, die können eben nicht switchen. Also eine Stadtteilschule ist auch eine Schule, die im Grunde von der Förderschule bis zum Gymnasiasten durch die Inklusion jegliches breites Feld hat. Und ein Inklusionskind, ein Kind, was einen Förderbedarf vielleicht sogar im Sprachlichen hat oder auch im sozial-emotionalen Bereich, kann nicht kognitiv es schaffen, zwischen zwei Sprachen zu switchen und dann noch vielleicht die Entscheidung zu treffen, mit der erwachsenen Lehrerin spreche ich diese Sprache. Und mit dem Kumpel spreche ich eine andere. Jetzt wissen wir alle, wenn Sie sprechen von Switchen, zwischen dem Hin- und Herschalten zwischen zwei Sprachen, ja, was das Standarddeutsch ist, was das Hochdeutsch ist, auf dem wir jetzt hier unterhalten. Und wir hoffen, dass die meisten es verstehen. Jetzt fragen wir aber mal die Sprachwissenschaftlerin in unserer Runde, Diana Marossek. Was sind diese Ethnolekte, diese Ghetto-Sprachen, das Kiezdeutsch? Herr Mosebach hat eben gesagt, das ist sozusagen eine verkürzte, eine verkümmerte Sprache, ein Torso des eigentlichen, ja, Deutsches. Sehen Sie das genauso oder kann man sagen, da entstehen ganz eigene Sprachformen mit der Vielfalt, wie wir sie aus Dialekten in Deutschland ja zum Teil kennen, die dann ihre eigenen Differenzierungsmöglichkeiten und sprachlichen Vielfalten entwickeln? Er hat da vollkommen recht. Also es ist auf jeden Fall eine verkürzte Sprache. Die Sprache kommt daher, dass einfach abgekürzt wird, schnell gesprochen werden muss oder gerade cool, man möchte eben cool sein. Wie sie auch gerade schon gesagt hat, dass es einfach auf dem Schulhof sehr en vogue ist, sehr kurz zu sprechen. Es hat natürlich auch ein sehr hohes kreatives Potenzial. Also dadurch, dass immer wieder neue Wörter kreiert werden. Zum Beispiel? Kamelreiter, Kartoffelfresser oder Lan Bastard. Also das Wort Lan kommt aus dem Türkischen. Das Wort Bastard kennen wir Deutsche auch. Und Lan Bastard ist gerade sehr modern in Berlin, habe ich mir sagen lassen. Oder du Dönerknecht. Und es ist tatsächlich so, dass man auch ein kreatives Potenzial hat, aber genau aufpassen muss, wie wir gerade von der Lehrerin gehört haben, dass man wirklich unterscheiden kann, was ist jetzt kreative Sprache, also Sprachspiel, und was ist dann tatsächlich im realen Leben wichtig. Wenn wir von Ethnolekten sprechen, gibt es da Unterschiede? Ist das die Sprache tatsächlich des Türkendeutsches? Das Türkendeutsch, die dann zum Standard wird und den auch andere migrantische Jugendliche sprechen,
Oder gibt es da ganz unterschiedliche Ausprägungen wieder? Und gibt es da auch einen Unterschied zwischen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es manche Wissenschaftler, die sagen, es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Männer sprechen das anders, nutzen es anders als junge Frauen. Männer nutzen das auf jeden Fall aggressiver, viel dominanter als Frauen. Frauen benutzen es situationsbedingter. Aber man spricht jetzt von dem türkischen Einflüssen. Natürlich gibt es auch viel Bosnisches, Arabisches. Das wird alles so in einen Kessel geworfen. Was ich als Rückmeldung bekommen habe, es wird ja viel von Kiezdeutsch gesprochen. Gerade hier aus Hamburg habe ich ganz viel Rückmeldung bekommen, weil die Hamburger anscheinend sehr sprachinteressiert sind, dass ich mit dem Begriff Kiezdeutsch überhaupt nichts anfangen kann, weil der Hamburger Kiez mit dem Berliner Kiez oder dem Kölner Kiez überhaupt nicht zu vergleichen ist. Wir werden das gleich nochmal genauer erklären, was Frau Marosek da genau untersucht hat und wie sie das gemacht hat. Ich würde aber gern, bevor wir das tun, Herrn Mosebach nochmal ansprechen. Was wir da jetzt diskutieren, ist das Phänomen, dass Sprache im Deutschen nicht nur, wie wir das erkennen, zu einer Unterscheidung von regionalen Herkünften wird. Wir sind es gewohnt, mit regionalen Dialekten umzugehen und man kann in Deutschland mit regionalen Dialekten auch aufsteigen. Man konnte mal am Anfang der Bundesrepublik mit einem ausgesprochen rheinischen Akzent Bundeskanzler werden und man konnte fast mit einem bayerischen Akzent auch mal Bundeskanzler werden. Jetzt kommt ein anderes Phänomen und das wird eine Unterscheidung von sozialen Schichtungen. Das kennt man aus anderen Ländern schon viel stärker. In Großbritannien wird jemand mit seinem Dialekt einer Klasse zugeordnet. Da können Sie erkennen, wo hat er studiert, auf welche Schule ist er gegangen, wo gehört der sozial hin. Also da drückt sich auch eine Veränderung der Gesellschaft aus. Ja, natürlich. Ich meine, aber das ist im Deutschen ja auch nicht anders gewesen. Ich meine, es gibt auch ein primitives Hochdeutsch. Und es gibt jeden der einzelnen der Dialekte, gibt es auf allen Stufen der Gesellschaft, gibt es in einer städtischen, gebildeten, akademischen Fassung, in einer kleinbürgerlichen, in einer bäuerlichen Fassung. Das ist jetzt inzwischen natürlich verloren gegangen. Wir haben, die deutsche Sprache hat diese Tendenz entwickelt, die Dialekte aufzuzehren und sie eigentlich nur als Tonfälle bestehen zu lassen und als Vollsprachen eben nicht bestehen zu lassen. Aber wir dürfen dann eben, müssen eben auch ganz klar sagen, ein Dialekt ist etwas anderes als diese Sprachphänomene, die hier angesprochen werden. Dialekte sind ungeheuer reiche Sprachen, sind Sprachen mit riesenhaftem Wortschatz, sind sehr differenziert, lässt sich darin Wirklichkeit wirklich in einer Weise umfassen, dass man ja auch nicht zu Unrecht den irreversiblen Prozess, dass die Dialekte verloren gehen, beklagen kann, weil damit auch jede Sprache hat eine Möglichkeit, Wirklichkeit, ihre eigenen Möglichkeiten, Wirklichkeiten zu ergreifen. Und mit dem Untergang der Dialekte ist Wirklichkeitserkenntnis tatsächlich auch verschwunden, zugunsten von einer weiteren Differenzierung, einer weiteren Ausbau und immer komplizierter machen der Hochsprache. Also ich glaube, es ist ein Fehler zu sagen, dass sagen wir es, die Kiezsprache, die Kanaksprache, die Ghetto-Sprache mit Dialekt verglichen werden kann. Ich meine, ein Mann wie der von Ihnen erwähnte Strauss, der war ja Altphilologe und der hatte ein gigantisches Vokabular, der sehr viel bürgerlichere Adenauer, übrigens ein winziges Vokabular von vielleicht 200-300 Worten, also haben Leute gezählt. Und was ihm aber keinen Abbruch getan hat, weil er das mit der entsprechenden Scharfsinnigkeit eben einsetzte, diese Wörter, die er da benutzte, nicht? Also auch da kann man sagen, ist immer schon natürlich sehr unterschiedlich gesprochen worden, benutzt worden, die Sprache. Ja. Sie haben eben gesagt, viel mehr als durch die Sprache, die uns aus den Lebensräumen von migrantischen Milieus entgegentönt, beunruhigt sie die Sprache, die
die Sprache, die sie aus der Wissenschaft wahrnehmen, eine Hochsprache. Was kann und was muss eine Gesellschaft eigentlich tun, die so reiche Strukturen hat wie unsere im Bereich der sprachlichen Kultur, also eine schriftstellerische Kultur, eine Verlagskultur, eine Buchhandelskultur bis in die Provinz hinein, wie man sie seinesgleichen sucht in anderen Ländern. Was kann und was muss eine Gesellschaft machen, um ihre Sprache zu schützen? Sie muss ihren Mitgliedern die Gelegenheit geben, die Sprache in ihrer Pracht und Fülle kennenzulernen. Das ist das Erste. Das heißt, zu Deutsch, die Kinder müssen in der Schule Literatur lesen. Große Literatur, von der es in Deutschland in riesiger Menge gibt und die zum Teil aber anders als Literaturen anderer Länder zum Teil sehr viel schwieriger aufzunehmen ist. Das ist mit Arbeit verbunden und in dem Moment, wo möglichst viele Menschen ein Buch von Goethe gelesen haben, es wirklich gelesen haben, nicht anhand von Arbeitspapieren eben so ein paar Thesen daran entwickelt haben, sondern von vorne bis hinten gelesen haben, wird man feststellen, dass das auf ihre Sprache eine Art von Auswirkung haben wird. Es gibt Länder, in denen die Pflege von Sprache und der Schutz von Sprache auch zum Politikum wird. Frankreich zum Beispiel unterstützt mit starkem politischen Engagement. Die Frankophonie setzt Quoten fest für französische Lieder im französischen Radio. Frau Zapciolo, wenn wir die Türkei wahrnehmen, dann nehmen wir sie unter ihrem neuen Präsidenten Erdogan auch als ein Land wahr, das mit starkem politischen Willen und neuen politischen Mitteln seine kulturelle, nationale Identität schützt. Wie erleben Sie das? Sie waren gerade in Istanbul wieder. Hat das auch eine sprachliche Dimension? Also das ist eher eine verbale Sache. Also verbal wird die türkische Kultur oder die einheimische Kultur sehr hoch geschätzt. Der Akzent liegt aber eher auf der Religion und nicht auf der Sprache. Und ich beobachte eher eine ganz neue Tendenz, nämlich eine Art Arabisierung der Türkei. Also die türkische Identität wird zunehmend durch den Islam, durch die Islamisierung der Gesellschaft auch arabisiert. Also das ist natürlich auch ein Problem des Islam überhaupt, dass diese Religion immer noch so stark mit einem Land, also mit einem Volk wie den Arabern verbunden ist. Das sehen wir ja auch daran, dass Konvertiten zum Beispiel arabische Namen annehmen. Also nicht einfach Michael Müller heißen können und Muslim sein können. In der Türkei gibt es jetzt von der Regierung Bestrebungen, Osmanisch als Pflichtfach in den mittleren Schulen einzuführen. Osmanisch ist ja eine Mischsprache aus Türkisch, Arabisch und Persisch. Also es ist eher eine Tendenz, so eine Orientierung eben zum Osten hin und nicht so sehr nach Persien hin, sondern eher nach Arabien hin. Aber was ich noch sagen wollte kurz zu Migration und Sprache, das ist ja unser Thema heute Abend hier. Also Sprache ist für einen Migranten immer das Mittel, um in der Gesellschaft, in die er eingewandert ist, akzeptiert zu werden. Also das eigentliche Ziel ist natürlich Aufnahme, aufgenommen werden, umarmt werden, also mit eingeschlossen werden. Und also wenn Sie mich fragen zum Beispiel, ob ich mit diesem Deutsch in der Hinsicht dann nun überhaupt keine Probleme gehabt hätte, das stimmt auch wiederum nicht. Also die gute Beherrschung der deutschen Sprache ist eine Voraussetzung, aber nicht ausreichend. Und diese Erfahrung habe ich in meinem Leben gemacht. Es gibt viele andere Faktoren, eben die Herkunft ist in Deutschland ganz wichtig. Ich als Frau habe es ein bisschen leichter als die männlichen Einwanderer. Und also perfekte Beherrschung der Sprache bedeutet ja auch auf der anderen Seite ein Angebot der Assimilierung. Also du sprichst unsere Sprache sehr gut, du lernst unsere Kultur, du wirst einer von uns, du wirst Deutscher. Also dich betrachten wir dann als Deutsche oder Deutscher.
Dieser Umstand ist eben nicht gegeben. Also obwohl man hier aufwächst, sogar jetzt die neuen Generationen hier geboren sind, perfekt Deutsch lernen, ja, aber darf ich noch mal zwischenfragen? Nicht, ja, er sollte. Sie haben jetzt von Assimilation gesprochen. Ja. Sollte das gegeben sein? Das ist ja das Thema, das Erdogan damals noch als Ministerpräsident ja in seinen Reden in Deutschland in die Integrationsdebatte eingeführt hat, mit seinen Warnungen davor. Assimiliert euch nicht, verwechselt Integration nicht mit Assimilation. Ja, aber das ist wiederum so eine politische Diskussion. Auch wenn wir das Integration nennen, ist das eigentlich dasselbe für mich. Also wir können es ja auch Integration nennen. Der andere Weg oder die andere Möglichkeit ist eben, immer in so einem Schnittfeld zu bleiben, von dem Herkunftsland und dem Aufnahmeland. Ein Schnittfeld. Und das ist das, was die Jugendlichen heute machen. Also nicht nur in Berlin, sondern auch in Köln, München oder sonst wo, dass sie, obwohl sie hier geboren sind, lernen sie auch Türkisch und sie genießen es, beide Sprachen zu sprechen. Sie switchen und sie fühlen sich dadurch etwa als etwas Wertvolleres, etwas mehr als nur rein Deutsche oder reine Türken. Also es ist ein Schnittfeld, was ihnen eigentlich nur gegeben wird von dieser Aufnahmegesellschaft, das ihnen nur bleibt letztlich, weil die andere Option, die volle Aufnahme, volle Akzeptanz, immer noch nicht gegeben ist in dem Land. Diese Schnittstelle wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir diskutieren hier am Mittwochabend in der Diskussion im Deutschlandfunk zu Gast in der Körperstiftung in Hamburg über migrantische Sprache und den Wandel von Sprachkulturen. Und die Anregung dazu stammt von der mit dem Deutschen Studienpreis ausgezeichneten Arbeit von Diana Marosek, die Sprachwandel an Schulen in Berlin, einer sehr umfangreichen, der größten Studie dieser Art bisher, untersucht hat. Frau Marosek, Sprache wandelt sich demnach in rasantem Tempo. Erzählen Sie uns mal kurz, was Sie da genau untersucht haben. Ich kann gleich anknüpfen an den Mehrwert, der gerade angesprochen wurde. Dieser Mehrwert, den die Jugendlichen haben, die halt eine Doppelkultur haben, den möchten die deutschen Jugendlichen jetzt auch haben. Und zwar ging das damit los, dass meine Schwester, die ist ungefähr 6 Jahre jünger als ich, angefangen hat zu sprechen, als wäre sie aus dem, sag ich mal, Türkenghetto. Und wir haben uns alle gefragt, warum spricht die so? Weil sie sehr gut bürgerlich aufgewachsen ist. Also wirklich ein kleines Reihenhaus. An der Schule war kein ausländisches Kind und sie sprachen alle so. Und da ging es auf einmal los. Es kam immer mehr und ich habe mich gefragt, warum sprechen eigentlich die Schüler oder die Jugendlichen, die keinen Migrationshintergrund haben, auf diese Art und Weise und was finden die daran so toll? Wir können das jetzt mal, wenn ich Sie unterbreche, wir können es uns mal anhören. Ja. Das, was Frau Marosek gemacht hat, ist, dass sie einfach aufgezeichnet hat. Sie ist da hingegangen und hat sich das angehört und hat es aufgeschrieben. Und wir haben jetzt mal eine Passage nachgesprochen. Das können wir uns mal mit Hilfe unserer Technik anhören. Hey, kommst du Klo? Ich glaube, es ist nicht offen. Lass doch mal gucken. Mann, ist Ahmed ein Spast, ey. Welchen meinst du? Ja, alle. Ich hab keinen Bock. Wollen wir nicht Gesundbrunnen-Center gehen oder so? Wenn Sport ist, können wir Gesundbrunnen gehen. Sehr schön. Was haben wir da gehört? Genau, also ich habe mich als Referendarin getarnt, habe den Schülern gesagt, dass ich gerne Lehrerin werden möchte und habe mich hinten in die Klassen reingesetzt und habe zugehört, wie sie halt sprechen und habe die Dialoge, sowohl die informellen in der Pause als auch die formellen im Unterricht dokumentiert. Und wir hatten jetzt gerade ein schönes Beispiel aus der Pause. Und zwar haben sich 2 Schülerinnen deutscher Herkunft darüber unterhalten, wie man so den Tag verbringt. Und da haben Sie ein Phänomen besonders untersucht, das Phänomen, Sie haben das genannt, die Kontraktionsvermeidung, das wir gehört haben. Was genau. Ist das? Kontraktionsvermeidung ist, wenn man den Artikel und die Präposition nicht mitspricht. Also wenn Artikel und Präposition, also wenn man sagt, ich gehe zum Bahnhof, heißt es eigentlich, ich gehe zu dem Bahnhof. Und im Kiezdeutsch oder Ethnolekt heißt es halt, ich gehe Bahnhof. Das können wir uns jetzt nochmal anhören, wir haben noch ein zweites Beispiel. Hey, Frau Berthold, komme ich heute später. Schauen Sie, ich habe Strumpfhose, dauert länger. Ich muss wahrscheinlich Schlecker gehen oder nach Hause. Wenn das jetzt eben erst passiert ist, musst du dich im Sekretariat melden. Dann ist es nämlich ein Schulunfall. Ja, ist eben erst passiert. Komm, Jule, wir gehen Seki. Ich bin nur jetzt entschuldigt. Frau Berthold, oder? Frage an die Lehrerin in der Runde, Frau Schiele. Kommt Ihnen bekannt vor? Ja, das ist sehr realistisch. Also ich... Ja, jetzt sagen Sie, das ist sehr realistisch, aber das Interessante an der Arbeit von Frau Marosek ist ja, dass sie sagt,
das sind nicht nur Migranten, junge Migranten oder ihre Nachfahren, die so sprechen. Das sind auch nicht nur junge Deutsch-Muttersprachler, die so sprechen, sondern Sie sagen, das sind auch die Lehrerinnen und Lehrer, die anfangen, so zu sprechen. Genau, genau, das kommt. Das müssen Sie uns jetzt erklären. In Berlin ist es tatsächlich, das sprechen auch schon einige Journalisten, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, natürlich, mein Sohn spricht so und ich spreche auch so. Es ist so, dass wir in Berlin, ich weiß nicht, wie vertraut Sie mit der Berliner Sprache sind, haben wir auch solche Formulierungen wie, ich bin auf Arbeit oder ich bin mit Fahrrad. Ich weiß nicht, ob Sie das, vielleicht haben Sie das bei sich ja auch. Und das ist eigentlich genau der gleiche Strukturfehler, der aus dem Türkischen kommt mit, ich gehe Kino, ich gehe Bahnhof, ich gehe Schwimmbad. Das heißt, unsere urbanen Gehirne sind viel empfänglicher für diese ethnolektalen Strukturen und nehmen das ganz, ganz gerne auf. Und das, ich war an sehr, sehr vielen Schulen, wo die Lehrer auch zugegeben haben, dass sie selber so sprechen. Teilweise kam das vom Anfang, dass man sich erst darüber lustig gemacht hat, die Schüler zu imitieren, statt zu korrigieren übrigens. Also es wurde lieber imitiert als korrigiert. Und irgendwann hieß es dann, Beate, ich gehe mal Kopierer oder Stefan, ich gehe mal Bäcker im Lehrerzimmer. Ich glaube, ich muss jetzt mal was sagen. Frau Schiele darf jetzt den Lehrerberuf verteidigen. Das mag also in Berlin so sein. In der Hauptstadt ist ja immer was bisschen besonders. Ich bin jetzt im dritten Jahr in Hamburg, davor habe ich 8 Jahre in Stuttgart gearbeitet und kann durchaus feststellen, dass es uns Lehrern einfacher fällt, diese Sprache zu verstehen. Und ich kenne auch Situationen, wo vielleicht mein Mann mir sagt, ich könne diesen Lehrerton abstellen. Bezweifle aber, dass das an fehlenden Präpositionen liegt. Also Sie sind heute Abend nicht aus dem Haus gegangen und haben gesagt, ich gehe jetzt Deutschlandfunk. Ja, genau. Also wir reden im Lehrerzimmer eher im imitierenden Sinne so. Und so geht's los. Ja, aber im Lehrerzimmer muss ich ja auch niemanden verbessern. Vor meiner Klasse spreche ich nicht so. Wenn ich vor meiner Klasse so spreche, es gibt so eine Methode, dass ich mich zum Beispiel mit Ihnen über Sie unterhalte, während Sie dabei sind. Und wenn ich dem Schüler quasi mit einer Kollegin sein Verhalten oder seine Sprache spiegel, indem ich sie spreche, erschrecken unsere Schüler. Und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie wenn ich mit dem südamerikanischen Kind Spanisch spreche, dieser Sprache bin ich mächtig, da erschrecken die Kinder genauso. Also das ist sowohl das Spanische darf ich nicht können und ich darf aber auch nicht die Kiezsprache können. Weil das beides Dinge sind, die rein äußerlich wohl nicht zu mir passen. Mhm. Und die Kinder erschrecken in gleicher Weise. Das habe ich auch festgestellt. Man darf sich da auf gar keinen Fall anbiedern als Lehrkraft oder als Autoritätsperson, weil das sofort als befremdlich wahrgenommen wird. Mhm. Aber jetzt müssen Sie noch mal eins begründen, Frau Marosek, die sozusagen die These Ihrer Arbeit ist, das wird, ich weiß gar nicht mehr, ob Sie es genau in Jahren beziffern, aber es wird nicht lange dauern, dann findet dieses Phänomen der Kontraktionsvermeidung, ich gehe jetzt Körperstiftung Deutschlandfunk, das findet dann Eingang in die deutsche Standardsprache. Das ist das, was ich vermute, weil es halt so einfach ist zu übernehmen und so einfach ist zu sprechen und von der breiten Masse tatsächlich der Jugend, also der jungen Erwachsenen, tatsächlich auch gesprochen wird. Und die BZ in Berlin hat neulich getitelt, wer kann Bürgermeister? Und das ist doch eigentlich der beste Beweis dafür, dass es schon längst die Jugendsprache verlassen hat und ganz weite Kreise geschlossen hat. Herr Mosebach, jetzt fragen wir nochmal, und wir sind schon am Ende unserer Sendung, den Schriftsteller. Wie verändert sich eigentlich Ihre Sprache im Laufe Ihres schriftstellerischen Lebens? Welche Einflüsse hat sie aufgenommen? Beobachten Sie da überhaupt Veränderungen, wenn Sie frühere Bücher lesen und stellen fest, da habe ich ganz anders geschrieben? Und dann fragen Sie sich, welche Einflüsse kommen da rein? Ja, also ich muss Ihnen sagen, ich vermeide die Selbstbetrachtung. Ich versuche einfach genau, klar, einfach zu sein, präzis. Und daraus muss sich der Stil dann von selber ergeben.
Und er tut es auch offensichtlich, denn es gibt dann Leser, die die Sprache wiedererkennen. Eine angesteuerte Sprache, eine beabsichtigte Sprache, eine bestimmte Attitüde, Manierismen und so weiter, halte ich für Schriftsteller ein sehr gefährliches Konzept. Die Schriftsteller sollten ihre Sprache nicht kennen. Frau Schiele, die Lehrerinnen und Lehrer müssen Sie kennen. Das Thema Spracherwerb ist inzwischen anerkanntermaßen von allen Parteien in einer früher ja sehr polarisierten, auch politisch polarisierten Integrationsdiskussion zu dem Zentralthema geworden. Jeder bestätigt das, ja, Spracherwerb, und Sie haben das am Anfang unserer Diskussion auch gesagt, ist der Schlüsselfaktor zu einer gelungenen Integration. Ganz praktisch auf Ihre Arbeit geschaut, schlägt sich das in einer entsprechenden Anerkennung, Förderung, Unterstützung, auch materiellen Unterstützung Ihrer Arbeit an Ihrer Schule nieder? Das ist ein bisschen schwierig. Also ich muss sagen, unsere Schule bekommt schon mehr Ressourcen als vielleicht eine andere Hamburger Schule. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass allgemein für Bildung und für Sprache zu wenig Geld ausgegeben wird. Ich möchte jetzt nicht so ganz politisch werden mit dem Gebäude, was ja in der Nähe steht, aber ich denke schon, dass die Schüler verdient hätten und eben nicht nur die Migrantenkinder, sondern auch die Kinder mit deutschen Wurzeln, dass mehr in ihre Sprache investiert würde. Frau Zapciolo, Sie haben sich ja auch Integration in anderen Ländern immer wieder angeschaut, in Ihren Texten etwa auf das Beispiel USA verwiesen. Wenn Sie in andere Einwanderungsgesellschaften schauen, gibt es da Länder, gibt es da Gesellschaften, von denen wir aus Ihrer Sicht etwas lernen können, die für Sie vorbildlich sind in der Hinsicht? Das Selbstverständnis Deutschlands ist historisch gewachsen. Also auch wenn wir das kritisieren, und ich kritisiere das auch, oder ich habe das auch in meinen jüngeren Jahren noch mehr kritisiert, letztendlich denke ich, dass eine historisch gewachsene Identität sich sehr schwer verändert. Also die Blutsgemeinschaft oder diese unbestimmte Definition des Deutschen, oder dass das Deutsche etwas Größeres, ein größeres Gebiet umfasst als nur die Bundesrepublik, das sind Dinge, die man nicht verändern kann. Und ich denke, dass sich Deutschland doch sehr verändert. Also Berlin gerade ist in der Hinsicht wirklich anders. In Berlin entsteht tatsächlich so eine Art wirklich multikulturelle Gesellschaft, die vor dem Mauerfall übrigens noch weit fortgeschrittener war als jetzt nach dem Mauerfall, weil die Ostdeutschen dann nochmal dazugekommen sind. Aber ich bin optimistisch insgesamt. Also ich bin insgesamt optimistisch, dass Deutschland sich so verändert, wie es halt, also viel zu langsam für mich. Aber jetzt historisch gesehen oder in historischen Abschnitten gesehen, geht das in die Richtung einer Einwanderungsgesellschaft. Also es wird eines Tages tatsächlich nichts mehr ausmachen, wenn jemand so heiß oder schwarz ist oder eben nicht ist, im Fernsehen die Tagesschau spricht oder moderiert oder und so weiter. Also das wird eines Tages tatsächlich immer selbstverständlicher werden, und ich sehe die Entwicklung dahin gehen. Frau Marosek, Sie haben den Anstoß gegeben mit Ihrer Studie zum Sprachwandel an deutschen Schulen. Was kann die Wissenschaft da noch leisten? Gibt es noch Dinge, die Sie gerne erforschen würden, weiter erforschen würden, um diese Phänomene zu begleiten? Ich würde gerne die Schüler, die ich beobachtet habe, jetzt einfach noch mal in 5 bis 10 Jahren befragen oder beobachten, um zu schauen, ob das, was ich vermutet habe, tatsächlich wahr ist oder nicht. Aber wenn Sie das machen, dann müssen Sie in 5 Jahren Deutschlandfunk hören, wenn Ihre These stimmt. Dann sagen wir dann, wir gehen jetzt Nachrichten. Das passiert jetzt gleich im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. Das war die Diskussion am Mittwochabend aus Hamburg, aus der Körperstiftung. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse an der Sendung. Es gibt jetzt gleich Nachrichten im Deutschlandfunk und dann wie an jedem Mittwochabend die Sendung Studiozeit aus Religion und Gesellschaft. Vielen Dank, Ihnen noch einen schönen Abend.
Ja, im Deutschlandfunk gibt es jetzt Nachrichten. Hier gibt es die Gelegenheit, sich nochmal mit Anmerkungen, mit Fragen, mit Kommentaren an diesem Gespräch, das wir hier geführt haben, zu beteiligen. Wenn Sie das tun möchten, es gibt Mikrofone im Saal, dann geben Sie uns ein Handzeichen. In der letzten Reihe sehe ich, wenn ich das im Gegenlicht erkenne, jemand, genau, da hat sich jemand erhoben. Geben Sie mir auch noch Zeichen, wenn Sie noch was hinzufügen oder Beobachtungen aus Hamburg hinzufügen möchten. Bitte. Also als Mensch mit einem Sprachberuf, ich war Übersetzer, bin ich sehr... Entschuldigung, ich weiß nicht, ob das überall zu verstehen war, Ihr Anfang, als Sie sich vorgestellt haben. Geht es jetzt? Jetzt sind Sie, glaube ich, gut verstanden. Als Mensch mit Sprachberuf, das heißt Übersetzer, bin ich sehr an solchen Ergebnissen interessiert, wie von Frau Marosek. Ich habe auch einen längeren Beitrag aus einer Zeitung mit einem Gespräch, das die Zeitung mit Ihnen führte, gelesen. Und ich finde sehr interessant, dass in der ganzen Debatte hier ein Name nicht gefallen ist, nämlich Heike Wiese, eine Professorin in Potsdam, die vor 2 oder 3 Jahren mit einem Buch über Kiezdeutsch herauskam und dieses eben ausgesprochen zu einem deutschen Dialekt hochjubeln wollte. Und ich bin der Meinung, ein Sprachwissenschaftler sollte so ähnlich, wie Herr Mosebach es sagte, einen Dialekt oder irgendeine voll ausgebildete Sprachform nicht mit dieser Sprachform verwechseln, die ein Kommunikationsinstrument ist, so wie Gebärdensprache oder wie ein Morsealphabet oder Telegrammsprache oder was wir heute haben, SMS-Sprache. Die Verkürzungen sind zum Teil so radikal, dass sie niemals einer real historisch gewachsenen Sprache entsprechen werden. Einzelne Erscheinungen kommen in verkürztem Alltagsdeutsch oder Englisch oder Französisch vor. Ich möchte hier einige Erscheinungen ausnehmen, die meines Erachtens nicht dazugehören. Das ist zum Beispiel, ich kann Bürgermeister, ist nur wenig weiterentwickelt als der seit Jahrhunderten übliche Satz, ich kann Französisch. Also so fremd ist diese Struktur nicht. Bei den Präpositionen wird es schwierig, wenn ich viel weglasse und sage, ich bin Bahnhof, heißt es genau genommen, ich bin ein Bahnhof. Nur der Kontext kann helfen, dass wir nicht der Bahnhof sind. Und die Weglassung dieser Elemente beschränkt die völlige Verständlichkeit nur auf die Mitglieder der Gruppe. Das ist für eine größere Gesellschaft dann nicht geeignet. Und ich finde es sehr gut, dass Frau Marosek hier nicht von einem wirklichen Dialekt spricht, jedenfalls in dem, was ich von Ihnen gelesen habe. Dankeschön. Soll ich was dazu sagen? Gerne, ja. Vielen Dank dafür. Ich denke, also es ist wirklich ein Ethnolekt, ein Vorübergehen, also kein Dialekt, um Gottes Willen. Was Frau Wiese untersucht hat, Frau Wiese hat sich mit den Sprechern aus Migrationsverhältnissen befasst und es wurde auch sehr hoch gelobt. Ich habe das Gegenteil getan, ich habe mich mit den deutschen Sprechern befasst. Und Frau Wiese hatte, glaube ich, auch nur 17 Personen bei sich in der Studie, bei mir waren es ein bisschen mehr, darum danke ich Ihnen besonders, dass Sie das so hervorgehoben haben. Sie hatten sich zu Wort gemeldet, da bräuchten wir das Mikrofon. Ach so, da hinten ist noch eine Wortmeldung, dann machen wir es, fangen Sie an und dann sind Sie dran, bitte. Herr Tag, Schneider mein Name, nicht zu verstehen? Ja, ja gut. Zu verstehen. Es sind nur 4 kleine Gedankenschnipsel, die mir so durch den Kopf gegangen sind, als ich gehört habe. Das eine war, als ich meinen Bruder vor 30 Jahren besucht habe in Frankreich, habe ich mich ungeheuer schwer getan, mit meinem rudimentären Französisch was zu sagen, weil ich praktisch permanent ausgelacht wurde und alles nicht richtig war, was ich sagte. Vergleich dazu in den USA, als Austauschschüler vor 35 Jahren, konnte man mehr oder weniger reden, wie man wollte, weil ja alle irgendwo Einwanderer waren und es wurde so ziemlich alles akzeptiert, was kam. Was ich damals aber bedauerte, war, dass ich nicht feinsinniger sprechen konnte. Also so ein bisschen doppelbödig sprechen, wie man das im Deutschen konnte, das habe ich nicht geschafft. Und ein letzter Gedanke noch, vom Neurologen Spitzer habe ich gehört, dass Kinder im Alter von 9 Monaten anfangen, Grammatik zu lernen. Können Sie zu den 4 Gedanken vielleicht was sagen? Frau Marosek, ich glaube, Sie sind angesprochen. Ich weiß nicht, wer sonst Auskunft geben kann. Ach so, dazu. Das mit dem, ja. Wann das mit dem? Ich
kommen wir am besten auf diese spitzfindige Sprache zurück. Ich glaube, das ist genau das Problem, was gerade die Jugendlichen haben, die zweisprachig aufwachsen. Also einerseits kann es ja als Defizit gesehen werden, dass sie beides nicht richtig können. Andererseits kann es als Kompetenz gesehen werden, dass sie sich in zwei Sprachen ausdrücken können. Und es gibt genau diese Spracharmut teilweise, die wir heute hier auf der Bühne auch schon beschrieben haben, dass sie überhaupt keine Witze machen können, keine Zweideutigkeiten, nicht mit Ironie sprechen. Und darum entwickeln sie ihren eigenen Code, ihre eigene Sprache mit ihren eigenen Wörtern, Floskeln und Grammatikstrukturen, um sich einfach auch abgrenzen zu können und so eine Art V-Code zu entwickeln. Mit den 9 Monaten und dem mit der Grammatikentwicklung, das habe ich auch gelesen in einem wunderbaren Buch, das heißt, wie funktioniert das Gehirn? Da geht es darum, wie sich von der Eizelle bis zum erwachsenen Menschen das Gehirn entwickelt. Ich habe dazu aber keine expliziten Forschungen. Ich habe selber einen kleinen Sohn, der ist gerade über die 9 Monate hier herüber. Ich hoffe, dass ich ihm so gut vorgelesen habe, dass er die Sprachstrukturen erkannt hat. Noch eine Wortmeldung hatte ich hier. Geben Sie uns ein Zeichen, wenn Sie noch was hinzufügen möchten. Da ist noch jemand dran. Sie haben eins vergessen, dass es immer eine Jugendsprache gegeben hat und Jugendliche diese Jugendsprache entwickelt haben, gesprochen haben, um sich abzugrenzen von den älteren Eltern, Großeltern. Und in der heutigen Zeit, wo der Jugendwahn herrscht, werden solche Zeichen der Jugendlichkeit sehr gern und schnell von Erwachsenen übernommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass also prima schnell abgelöst wurde von nicht nur Knorke in Berlin, sondern von super göttlich, geil, cool. Ja. Und ich kenne in der Verwandtschaft, Bekanntschaft auch welche, die eine Woche, nachdem sie das gehört hatten, zum ersten Mal, das sofort übernommen hatten und auf dem Schlag ein halbes Jahr jünger waren. Ja. Aber etwas ganz anderes gibt noch zu denken, finde ich. Der Multiplikationseffekt ist ja, fürchte ich, enorm heutzutage, wenn 1,5-2 Millionen Jugendlicher das sprechen. Ob türkenstämmig oder deutsche, egal, davon wird etwas hängen bleiben. Und ich glaube, es wird noch unterstützt von der Nachlässigkeit, die wir Deutsche der Sprache, der Muttersprache gegenüber heutzutage zeigen. Also wenn ich höre, dass man erfindet, sich zurückerinnern oder solche Dinge, oder ein bisschen explodieren. Das ist alles sehr komisch. Und das finde ich, oder meinetwegen die Strukturen, das bis hin in die höchsten Geisteshöhen, dass Kausalsätze irgendwie zu schwierig zu Ende zu bringen sind. Und meinetwegen Obwohlsätze kommen jetzt auch schon dazu. Irgendwann sind Temporalsätze dran. Als ich hatte das zum ersten Mal gehört, wie hört sich das an? Nicht? Aber das ist heute so die Entwicklung. Ich glaube, wir müssten selber, wo wir doch meinetwegen auch Goethe lesen, wir müssten selber da die Konsequenzen ziehen in der Praxis. Das wäre am besten. Ich glaube aber... Was viele, ne? Ja. Ich würde gerne auf das erste Mal eingehen, die Jugendsprache, von der Sie sprachen. Ich lerne das jetzt eigentlich erst kennen, dass es diese grammatikalischen Veränderungen gibt. Also ich würde meine Jugend so in den 80ern ansiedeln, also nur vom Alter her, eigentlich bin ich mittendrin. und da waren es aber eher Wörter, die ersetzt wurden. Richtig. Also da war irgendwie super affengeil oder man sagte nicht zum Beispiel, sondern zum Bleistift. Fand das ganz urkomisch. Aber man blieb der deutschen Grammatik treu. Genau, das nennt man übrigens Generationssprache. Also diese Geschichte, Tschüssikowski, ja. Zum Bleistift, Wirsing. Blöder Hund statt oder na und solche Sachen. Das ist eine Generationssprache. Darum finden wir das jetzt komisch. So. Aber was jetzt kommt, haben Sie vollkommen recht, jetzt kommt die grammatikalische Veränderung. Und das passiert nicht mit Wörtern. Das heißt, die Wörter an sich werden nicht unattraktiv, sondern die grammatikalischen Strukturen bleiben vermutlich, ich kann das natürlich auch nur vermuten, bleiben hängen und auch nicht nur bei den Jugendlichen, sondern mittlerweile bei allen Schichten,
Gesellschaftsstruktur, Entschuldigung. Bei dem zweiten Punkt, den Sie erwähnten, ich glaube, die Zeit ist so wahnsinnig schnelllebig geworden. Das ist natürlich jetzt wieder so eine Ausrede, aber wann hat denn der junge Erwachsene, der irgendwie mit 17 Abitur gemacht hat, das heißt mit 17,5 schon anfängt zu studieren, noch die Zeit, mit sehr viel Muße, sich mal dem Goethe zu widmen? Naja. Ja, Sie lachen, aber das ist im Grunde das, was ja erwartet wird, um die deutsche Sprache auf hohem Niveau zu erhalten. Aber eigentlich soll der ja mit 25 promoviert haben, 3 Jahre Berufserfahrung und schon bei einem Weltkonzern gearbeitet haben. Und er muss fließend Englisch sprechen und mindestens eine weitere Sprache. Auch das soziale Engagement sollte da ehrenamtlich schon... Genau. Genau. Aber Herr Rosebach, wenn wir jetzt Goethe ansprechen, also Sprache und Hochsprache, literarische Sprache, hat sich doch im Deutschen immer schon dadurch ausgezeichnet, dass die, die es geschrieben haben, ganz anders gesprochen haben. Der Goethe hat ganz anders gesprochen, als er geschrieben hat. Ja, er hat sicherlich differenziert gesprochen, aber natürlich hat Dialekt gesprochen und seine Umgangssprache. Er spielt ja auch gelegentlich mit niederen Sprachformen, die sind ihm selbstverständlich bekannt. Grammatik erweitert die Weltsicht, die Beherrschung der Grammatik. Grammatik ist ein Instrument der Welterkenntnis. Wer mit Vorzeitigkeiten, mit Konjunktiven und so weiter nicht umgehen kann, der kriegt einen kleineren Ausschnitt der Realität in den Griff und wird eigentlich da auch beraubt, denn die Instrumente sind ja da und sie werden ihm nicht gegeben, sie werden nicht gewährt. Das ist auch eigentlich auch ein politischer Skandal, solche Dinge vorzuenthalten, obwohl sie ja da sind. Anstrengend zu vermitteln natürlich, aber und nicht der schnellste Weg. Wie Sie richtig sagen, eben ein auf rasend schnell in das Erwerbsleben hinein nutzbar machen der Person, das hat natürlich mit der Muße, die zur echten Spracherwerb dazugehört, dann eben nichts mehr zu tun. Wir hatten hier noch Wortmeldungen aus dem Publikum und da brauche ich nochmal das Handzeichen dort, bitte. Herr Mosebach, Sie werden mich richtig verstehen, wenn ich jetzt frage, ob Ihnen bewusst ist, dass Sie im zweiten oder dritten Satz Ihres Statements am Anfang einen Kausalsatz begonnen haben. Dann gab es keine Pause, das macht auch nichts. Wir haben das früher, wenn wir das schriftlich wiedergaben, schlicht mit einem Gedankenstrich gelöst und dann ist alles in Ordnung. Ich meine, dass wir diese sämtlichen Fragen viel zu hoch aufhängen. Wenn ich 1960 bei Gadamer im Hause war, wir haben uns damals um ein Komma bei Hölderlin 5 Jahre lang gestritten, im Gedicht, wie heißt es, in der Friedensfeier. So, und gleichwohl, wenn ich da war und wenn Dieter Henrich da war, sagte Gadamer mit der Weinflasche, Sie sind mit Auto. Natürlich. Und Dieter Henrich war mit Fahrrad oder ich weiß nicht mehr, vielleicht auch mit dem Motorrad. Aber diese ganzen Ellipsen, diese Verkürzungen, diese Kontraktionen und auch die Extraktionen, die wir in der Wissenschaft so leider so sehr ausufern lassen, es ist Zierat, es ist Dekor, wir brauchen es nicht. Wir entscheiden doch, ich entscheide, wenn ich Ihnen etwas mitteilen möchte oder auch einem einzelnen Gesprächspartner, ob in der Wissenschaft oder privat, ist vollkommen egal. Ich entscheide und ich verbinde verschiedene Bedeutungen damit, ob ich die Präposition benutze oder ob ich sie weglasse, ob ich den Artikel ganz weglasse, ob ich den bestimmten Artikel benutze, ob ich den unbestimmten Artikel benutze. Und wenn der Hörer oder mein Gesprächspartner denn interessiert ist an der Sache, dann wird er schon fragen, was meinst du? Und wenn wir in der Situation uns einig sind und unsere Gespräche laufen, dann haben wir es schlicht nicht nötig. Das heißt, das Ausmaß, in dem wir wie weit wir unsere Artikulation treiben, mit den einzelnen Elementen, die in der Sprache möglich sind,
ist situationsbedingt und natürlich personalbedingt. Und ich halte für die Angst um den kulturellen Status unserer Gesellschaft, halte ich für vollkommen übertrieben. Jetzt. Die Sprache wird sich genauso verhalten wie früher auch. Der Gebrauch ist der Meister, hat ein Meister mal vor 400 Jahren gesagt. Der Gebrauch wird es zeigen. Unsere Sorgen sind ein bisschen hochgehängt und ich finde auch ein bisschen überflüssig. Muss man ja nochmal sagen, dass Herr Mosebach, zum Schutz von Herrn Mosebach, dass er sich ausgesprochen gelassen gezeigt hat. Ich bin vielleicht hier missverstanden worden. Ich teile diese Sorgen gar nicht ohne weiteres. Wir haben ein sehr interessantes Phänomen, die deutsche Literatur, die gegenwärtig geschrieben wird von den deutschen Schriftstellern, von beispielsweise der Hamburg, hier in Hamburg sitzen Brigitte Kronauer oder der Sibylle Levitscharow oder von Eckhard Henscheid oder Bodo Strauß oder eine Reihe, viele, 20 Namen, ist außerordentlich differenziert, außerordentlich reich, außerordentlich sprachbewusst geschliffen, bis zum Sprachprunk gelegentlich anschwellend. Ich kann in deutscher Literatur die Sprache sowieso nicht in einer Krise sehen. Also jetzt im Sinne von Verfall, von weniger werden. Das ist es ja eigentlich. Wenn die Sprache reicher wird, dann kann sie auch Regeln verletzen. Dann kann sie über alle Regeln hinweg. Es geht immer um die Frage, kann mehr erkannt werden, kann deutlicher, reicher, sinnlicher, bildlicher gesprochen werden oder geht etwas verloren? Und also in der Alltagssprache geht etwas verloren, denn die Leute haben die herrlichen Dialekte verloren und sie haben eine Rumpfsprache auch im Hochdeutschen, auch die Deutschen, statt diesen Dialektreichtum erhalten. Aber dort, wo die Hochsprache wirklich also geschrieben wird und gelesen wird natürlich, da kann ich eine Verarmung nicht feststellen. Aber vielleicht können Sie bei der Gelegenheit nochmal erklären, Herr Mosebach, warum Sie sich gegenüber den Sprachphänomenen, über die wir jetzt gesprochen haben, warum Sie die so gelassen beobachten, aber eben gesagt haben, das, was Sie im akademischen Raum wahrnehmen, ja, das beunruhigt Sie wirklich. Was sehen Sie da? Ja, ich sehe da eben eine Sprache, die eben zu einem technischen Verständigungsinstrument geworden ist und die aus Modulen zusammengesteckt wird, die also in den, muss man übrigens inzwischen sagen, eigentlich noch dankbar sagen, in den Wissenschaftszweigen, in denen ich von vornherein Rumpfenglisch geschrieben wird, dann eben auch schon auf die Übersetzbarkeit hin angelegt ist und also schon sorgfältig eben jede Art von sinnlichem Sprachumgang eben vermeidet, der starke substantivistische Stil, übrigens viel schlimmer als das Eindringen des Englische, von englischen Fachausdrücken in die Sprache, finde ich rein deutsche Redensartlichkeiten, Missbräuchlichkeiten, die wirklich von einem tiefen Unverständnis der Sprache gegenüber zeugen. Also solche, also von die Papiere, die die Wissenschaft ausspuckt, die Berge von Skripten und Entwürfen und Gutachten und so weiter, die sind sicher für die Sprache auf die Dauer eine größere Gefahr. Das ist kann ich, aber die literarischen Instanzen, die Leute, die schreiben, die Bücher schreiben, die erzählen, empfinde ich also gegenwärtig also in diesem Kampf um Sinnlichkeit, um Bildlichkeit, Weltvereinnahmung, finde ich die sehr gut gerüstet.
Jetzt darf Frau Marosek noch mal die sprachliche Ehre der Wissenschaft verteidigen. Ganz dann im Gegenteil. Noch eine, gibt es noch eins drauf. Dann. Ich muss ihm ganz doll beipflichten zu dem, was er gesagt hat. Ich habe ein schönes Praxisbeispiel. Und zwar dadurch, dass ich den Preis von der Körperstiftung bekommen habe, haben sich viele Menschen mit meiner Doktorarbeit auseinandergesetzt. Und ich habe eine E-Mail bekommen von einer Professorin, die ganz herzlich meinte, dass es ja unglaublich toll ist, dass es auch Bildungsaufsteiger, also Menschen, aus bildungsfernen Familien gibt, die eine Doktorarbeit schreiben. Und dann schrieb ich zurück, wie sie dann um Himmels Willen auf die Idee kommen. Und sie meinte, naja, sie können das jedem vorlesen, das versteht jeder. Sie haben das so unkompliziert geschrieben. Sie hat daran gezweifelt, dass ich mich wissenschaftlich ausdrücken kann. Ja, ja. Und hat das aber als Kompliment letztlich? Nein, hat sie nicht. Ach so. So kann man es verstehen. Eine Wortmeldung habe ich, glaube ich, noch gesehen. Dort, bitte. Vielen Dank. Ach so, wenn nicht. Hallo. Wo, hatten wir jetzt zwei oder geben Sie mir nochmal ein Handzeichen? Ach so, dann fangen wir hier vorne an und dann sind Sie dran mit den beiden letzten Wortmeldungen. Hallo, bitte. Mein Name ist Yvonne Scheller, ich bin Journalistin. Sprache finde ich also sehr interessant und es ging eben um die Generationssprache, die Abgrenzung von der Sprache unserer Eltern. Jetzt wüsste ich gerne, sind Ihnen denn vielleicht auch neue Sprachschöpfungen begegnet, die Sie vielleicht beispielhaft nennen können, die unsere Sprache bereichern, statt nur ärmer machen, wenn wir Präpositionen weglassen? Hui. Bestimmt. Auf Anhieb fällt mir nichts ein, was unsere Sprache unglaublich bereichert. Aber wenn Sie mich nachher beim Wein nochmal fragen, habe ich 5 Minuten Zeit, darüber nachzudenken und mal durchzugehen, was ich alles so gehört habe. Danke. Und dann hatten wir da hinten jemanden. Bitte. Hier ran, ja. Ja, vielen Dank. Ich bin kein Sprachexperte. Ich setze mich für die Förderung der deutschen Sprache ein. Um mal ganz kurz zu sagen, das ist so ein komischer Hall hier drin, diese Kiez-Sprache, Sprache und Denken hängen ja eng miteinander zusammen. Und diese Kiez-Sprache ist von geistigen Kleinrentner für geistige Kleinrentner gemacht. Und wenn man sich mit der Sprache irgendwo vorstellt, ich denke jetzt mal nur simpel an einem kaufmännischen Bereich, der braucht erst, wenn er so spricht, der ist dann gleich erledigt und abqualifiziert. Und vielleicht darf ich in diesem Zusammenhang nochmal erwähnen, wir haben in Deutschland 7,5 Millionen funktionale Analphabeten. Und wenn wir auf diesem Weg weitermachen, bin ich optimistisch, dass wir bald 8 Millionen haben. Vielen Dank. Also ich möchte noch was dazu ergänzen zu dieser Kontraktionsgeschichte. Ja. Also dieses zu dem, zu zum. Also es ist ja nicht nur eine Kontraktionsweglassung, sondern es wird sowohl der Artikel als auch die Präposition werden weggelassen. Und man muss Folgendes bedenken, die deutsche Sprache ist in dieser Hinsicht sehr schwer. Das Englische hat nur de, Französisch hat nur zwei, Deutsch hat 3 Artikel. Dazu kommt die Präposition, als ich Deutsch gelernt habe, wollte ich immer die Logik wissen. Also wenn es zum Beispiel, es heißt, ich gehe nach Hause, ich gehe ins Kino, ich gehe zum Bahnhof, also es gibt unterschiedliche für dieselbe Aktion irgendwo hinzugehen, gibt es unterschiedliche Präpositionen und das ist ungemein schwierig, weil es keine Logik gibt. Irgendwann hat unser Lehrer gesagt, auch bei den Ausnahmeverben, also die anders dekliniert werden oder warum ein Hauptwort mal sachlich ist und also ein Hauptwort sachlich ist und ein Hauptwort weiblich oder männlich. Es gibt einfach keine Logik, die wir immer anwenden können. Also ich meine wir, die Deutsch als Zweitsprache lernen. Insofern ist das auch wirklich eine Notlösung. Also wenn Sie sagen, die Jugendlichen, ich gehe Bahnhof, dann wissen Sie wahrscheinlich oft in dem Moment nicht, also ich gehe zum Bahnhof, ich gehe, also ja, das ist ja richtig schwierig, bei den Jugendlichen, die aus Familien kommen, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Ich habe aber die Familien und die Jugendlichen untersucht, die aus deutschen Haushalten gekommen sind. Mhm. Und ich glaube aber auch eher, dass es wirklich da als Doppelsprache gesehen wird. Also ich komme aus einem Gebiet in Deutschland, wo man auch
einen, wie ich finde, sehr schönen Dialekt spricht, den kann ich auch sprechen. Ich kann mich jetzt aber auch hier auf einem Hochdeutsch unterhalten und das macht es nicht ärmer in dem Moment. Aber meistens sind das so eben auch deutsche Jugendliche in den Hauptschulen, ne? Haben sie geschrieben, oder? Also ist meistens. Viel. Also die können nicht mehr, die können das nicht mehr ändern. Also die können nicht mehr unterscheiden, spreche ich jetzt mit einer Lehrerin oder spreche ich mit einem Mitschüler. An den Gymnasien gibt es das aber auch und die wenden das situationsbedingt an. In Situationen, wo sie besonders toll sein möchten, wenn es um ihr Prestige geht, dann sprechen sie das viel häufiger als in Situationen, die ihnen egal sind für ihr Ansehen. Also noch etwas wollte ich noch mal sagen, ist mir eingefallen, als ich hier zugehört habe. Orhan Pamuk, also der Nobelpreisträger, wird in der Türkei sehr stark kritisiert wegen seines Sprachgebrauchs. Es gibt einige türkische also Literaturpäpste sozusagen, wie Tahsin Yücel oder Nurullah Atac. Sie haben tatsächlich anhand von vielen Beispielen, also Satzbeispielen aus seinen Romanen, vorgeführt, dass er tatsächlich auch Grammatikfehler macht. Also wo er mit einem Subjekt beginnt und das geht dann unterwegs verloren, wenn ein Satz eine halbe Seite dauert. Und es gab eine heftige Diskussion, ob ein Schriftsteller sich überhaupt keinen Fehler erlauben darf oder ob er eben doch als genialer Schriftsteller gilt, wenn seine Romane gut sind, also wenn sie insgesamt als sozusagen als Kunstwerk so gelungen sind, dass man den einen oder anderen Fehler verzeiht. Diese Diskussion ist endlos, sie ist auch ohne Ergebnis bis heute. Und einen zweiten Punkt wollte ich loswerden noch. Es gibt in Deutschland einen so konservativen Kulturbegriff und ein so konservatives eigentlich Kulturverständnis, was den Migranten es unheimlich schwer macht, dazu zu gehören. Also wenn ich zum Beispiel jetzt anfange, einen Roman zu schreiben, beginnen würde mit einem Roman, dann würde ich diese Angst dermaßen spüren. Also das, verstehen Sie, was ich meine, dass ich unbedingt jetzt diesem konservativen, also großen Kulturverständnis oder Kulturerbe gerecht werden muss, dass ich gar nicht vielleicht damit anfange. Also es verunsichert einen Einwanderer. Dieses sehr, einerseits ist es gut, okay, ganz wichtig, auf der anderen Seite ist es, also verunsichert das. Nicht nur Migranten, denke ich mal, aber auch Deutsche, die aus der Unterschicht kommen, vielleicht sogar auch Deutsche, die aus Ostdeutschland kommen jetzt. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch verunsichert. Also darüber sollte eigentlich man auch eher umgekehrt, weil Ostdeutschland zeichnete sich dadurch aus, dass es eigentlich ein viel größeres sprachliches Traditionsbewusstsein gab. Die Schriftsteller der DDR sind viel strikter eigentlich an der Weimar Klassik, an Kleist, an was weiß ich was, geschult gewesen. Und das ist auch wirklich ablesbar an ihren Stücken. Also ist das auch an der Gegenwartsliteratur? Nein, die deutsche Literatur ist einschüchternd, wenn man sie als ganzen Block bezeichnet. Man muss schon verrückt sein, wenn man ihr noch etwas hinzufügen möchte. Meine Damen und Herren, das war das Schlusswort. Dem fügen wir jetzt nichts mehr hinzu, Herr Mosebach, sondern bedanken uns bei Ihnen, bei Frau Marosek, für die Anregung für diesen Abend, für Ihre Arbeit und bei Ihnen, dass Sie zu uns gekommen sind, besonders bei Martin Mosebach, der den weitesten Weg zurückgelegt hat heute Abend, um hier zu sein. Wir wünschen Ihnen einen guten Heimweg nach Rom. Ihnen noch einen schönen Abend.